Die meisten Leute bezahlen wahrscheinlich, aber die würden auch bezahlen, wenn es Spaß machen würde. Aber wenn es Spaß machen würde, würden noch mehr Leute was kaufen, freiwillig, weil es Spaß macht. Und das ist das, was diese Publisher immer nicht verstehen. Die Leute, die sowieso Braindead reinpayen, die payen eh rein. Die payen auch rein, wenn es Spaß macht. Man mag es kaum glauben. Tag. Heute reden wir mal wieder über unser Lieblingsthema, wenn Firmen einfach ganz, ganz, ganz dringend dein Geld haben wollen. Und versteht mich nicht falsch, ich finde das völlig okay, dass Spiele Geld einbringen. Ich weiß, es gibt da draußen eine Menge Leute, die sind grundsätzlich gegen alles, was irgendwie extra Geld kostet. Es gibt auch Spiele, bei denen finde ich, da ist das völlig unnötig. Elden Ring zum Beispiel hat in letzter Zeit mal wieder gezeigt, wie gut es sein kann, wenn ein Spiel einfach als vollständiges Paket rauskommt, so wie es gedacht war, und man gar kein extra Geld ausgeben kann. Abgesehen vielleicht von irgendeiner super Deluxe-Edition oder sonst was, aber einfach ein Gesamtpaket, wo dann vielleicht nochmal ein Add-on oder ein DLC dazukommt. Das funktioniert natürlich aber auch nicht in allen Szenarien, sondern natürlich am besten in Singleplayer- oder Koop-Games. Schlecht wird's natürlich, wenn das Gameplay darunter leidet, dass unbedingt etwas verkauft werden soll. Und das ist natürlich insbesondere bei dieser Mobile-Game-Mentalität sehr oft der Fall, wenn es darum geht, eben nicht nur Skins zu verkaufen, sondern spielrelevante Inhalte. In dem Video heute nehme ich das Beispiel The First Descendant. Es geht aber nicht jetzt per se um dieses Spiel, sondern um das Prinzip. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, aber dieses Spiel macht das ja nicht als einzige oder ja, das ist ja nicht das schlimmste Beispiel, dann habt ihr da wahrscheinlich recht. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach um den Denkanstoß. Ich will zu diesem Thema halt auch noch ein paar andere Videos machen, aber als Einstieg dachte ich mir, weil das Spiel relativ aktuell und auch recht beliebt ist, nehmen wir das gleich mal als Anfang, weil vielleicht können wir jetzt mit Feedback noch was daran ändern. In diesem Spiel ist es halt so, dass du dir bestimmte Charaktere entweder sehr, sehr, sehr repetitiv und nervig erspielen kannst oder du bezahlst halt einfach ein bisschen Geld und bekommst es sofort. Und ich finde, bei First Descendant merkt man extrem, dass sie wirklich sehr darauf geachtet haben, dass es möglichst nervig und möglichst repetitiv gemacht wurde, einfach nur, damit man irgendwann frustriert und genervt zum Geldbeutel greift. Und das ist eine Sache, die finde ich persönlich besonders schade, wenn ein Spiel an sich Potenzial hat und auch wirklich Spaß macht. Und beides trifft auf First Descendant zu und ich hoffe, sie verkacken es jetzt nicht mit so einer Mentalität, aber wie gesagt, es ist nicht das einzige Spiel, es geht um das grundsätzliche Konzept und ich hoffe, dass man hier vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß mitnehmen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen, wenn ihr neu seid und eure Meinung lese ich mir gerne in den Kommentaren durch. Und Abfahrt. Formstabilisator Variante 2, oder ist es das, was sie jetzt mir erstmal zeigen hier? Aber das ist doch nicht das, was ich angeklickt habe. Also wie ich jetzt hier so eine Tussi kriege, kann man ja auch nicht wirklich noch komplizierter machen, ne? Damit ich es auch ja einfach kaufe. Das regt mich direkt wieder auf, Alter. Mach's doch einfach klar und deutlich, ey. 500 fucking Coins sind 10 Euro. Das, was du eigentlich immer hast, nämlich dieses, ja, 1000 Coins sind 10 Euro oder 100 Coins sind 10 Euro, damit du wenigstens einigermaßen klar und sofort weißt, wie viel es ist, ist hier einfach anders. Hier sind es einfach 500, sind einfach 10 Euro, weil... Warum nicht, Alter? Irgendeiner denkt bestimmt nicht nach und klickt erstmal drauf. Ich meine, wie gesagt, Currencies können eh verboten. Man sollte Sachen einfach kaufen und fertig. Da darf nichts überbleiben und selbst wenn es eine gäbe, dann müsste man das Recht haben, sie komplett in einer Umrechnung, die du bezahlt hast, wieder zurückzuerstatten, was über ist, was du nicht brauchst. Aber davon abgesehen, ist das nochmal doppelt frech. Das ist das erste Spiel, wo ich das sehe, dass 500 irgendwie ein Zehner sind. Normalerweise ist es immer, 10 sind immer irgendwas mit 1 auch, damit es einigermaßen so und 20, ne, dann kannst du es ungefähr ausrechnen. Wollte ich nur nochmal sagen. Es ist auch nicht schlimm, aber das sehe ich schon sehr strange. Nach Abschluss der Mission am Holzplatz in Vespers. Ruin. Oh, Digga, nö, Alter. Weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Das wäre einfach so dämlich, absichtlich, schwachsinnig, kompliziert, dumm, nervig gemacht, dass du einfach einen Zehner reinpaste, Alter. Und sagst, scheiß drauf. Ich kaufe mir die, Alter, einfach. Also Grind ist eins, aber wenn du nicht mal weißt, wie du grinden sollst. Ja. Tut mir leid, weil ist die Hälfte der Zeit hier nur am gucken, wie das jetzt funktioniert, anstatt einfach schön spaßig weiterzuballern, also den eigentlich guten Aspekt des Spiels zu spielen, verbringst du lieber im Menü und rätselst drum. Das ist einfach schlecht, Alter. Aber wie gesagt, also das Ballern und auch die Bosse und so macht alles Spaß. Ist jetzt nicht so, dass wäre es ein schlechtes Spiel. Aber also das, vor allen Dingen, wie viele Leute werden einfach in dem Moment einfach irgendwann keinen Bock mehr haben und einfach rausmachen. Also... Die denken so, ja, ich habe kein Geld dafür bezahlt, also mach ich es einfach raus. Wird deinstalliert und fertig. Wenn du 80 Euro für ein Spiel ausgibst, dann versuchst du dem Geld noch hinterher zu weinen und spielst vielleicht noch ein bisschen, aber bei Free-to-Play
wenn die Leute keinen Bock drauf haben, die machen einfach aus und machen das nie wieder an, würde ich mal meinen. Ja, wenn man das alles erstmal richtig begriffen hat und mehr spielt, so, dann ist ja klar, dann versteht man das alles, ne? Die Leute sagen jetzt alle wieder so, ja, da wächst man schon rein. Ja, du, ich, Maxi. Aber Hans-Dieter nicht, Digga. Hans-Dieter deinstalliert das Spiel. Und das wollen die doch nicht. Die wollen ja nicht, dass Hans-Dieter das Spiel deinstalliert. Die wollen, dass Hans-Dieter den Battle Pass kauft. Weißt du, was ich schade finde? Ist, dass die Ausrüstung nur Waffen und Mods sind. Und du an deinem Charakter einfach nichts veränderst, außer du gibst Geld aus. Wobei ist natürlich die Frage, ob man sich irgendwelche Optiken erspielen kann. Aber es sehen halt alle gleich aus. Ja. Das wäre anders, wenn das Gear halt einfach auch, ne, einen Impact hätte für die Optik. Eine andere Brust... Schutzsache, andere Hose, irgendwas. Und selbst das, ne, selbst wenn die Leute jetzt reinpainen, es gibt 4 Skins oder so, sehen trotzdem alle gleich aus. Also das wird sich ja noch ändern, aber also da müsste man auf jeden Fall doch über Gameplay irgendwie was bekommen, damit nicht am Anfang alle gleich aussehen. Ja, das, was so schade daran finde, ist, wie viel Spaß das eigentlich macht, hier rumzuballern. Und dann verbauen sie sich das halt mit so einem Quatsch. Aber ja, wie gesagt, ne, es wird wahrscheinlich auf dem Markt, wo das ursprünglich herkommt oder für den das gemacht ist, halt einfach egal sein. Ja. Die Leute gucken das eben nach und spielen es dann weiter, so. Aber der Deutsche doch nicht, Alter. Der Deutsche meckert drüber und macht dann aus. Sehen sowieso wieder ganz viele Leute als Hate auffassen, wenn man es kritisiert. Alles ist immer Hate. Nur so richtiger, ekelhafter Hate im echten Leben. Das ist kein Hate, Alter. Das ist eine Meinung. Ach, Menschen sind einfach so kacke manchmal. Und du? Ja, aber so ist auf jeden Fall ein netter Grind. Also, wie gesagt, wenn ein bisschen Quality of Life dabei wäre und es einfach nicht so ein kryptischer Schmutz wäre, wie man irgendetwas macht, ist soweit gut. Und den Rest, den könnte man relativ einfach eigentlich patchen, wenn man will. Aber wahrscheinlich wollen die das gar nicht. Die wollen, dass das so kompliziert ist. Man soll einfach kaufen. Aber Spaß macht's sonst auf jeden Fall. Mich stört nicht, dass es lange braucht, zum Beispiel, um jetzt diese Freya-Tante hier zum Beispiel zu kriegen, sondern mich stört einfach nur, dass du jetzt diese eine Mission nur machen kannst, um dieses eine Teil zu bekommen und dann eine andere noch, um das andere Teil zu bekommen. Das wäre viel geiler, wenn du sagen könntest, okay, ich will die Freya-Tante haben, das ist jetzt mein Grind-Fokus und dann gibt er dir random auf der Map, auf der ganzen Map für dein Level einfach Missionen und du suchst dir einfach immer aus 3 verschiedenen eine aus, kriegst dann Chance auf das Item. So, wenn es nicht droppt, machst es wieder, kriegst du wieder 3 völlig andere Missionen vorgeschlagen, suchst dir eine davon aus, hast wieder Chance auf Drop. So würdest du das ganze Spiel spielen und würdest trotzdem grinden. So, das hier machst du halt 10-mal, droppt das Ding nicht, hast du irgendwann keinen Bock mehr. Denn die meisten spielen das sowieso nur wegen der Airbags, Alter, kannst du nicht erzählen. Endlich mal Titten im Haus. Ja, also Abwechslung ist wichtig auf jeden Fall, ne? Aber also das Kerngame funktioniert gut, es schmiert nicht ab. Es spielt sich gut, Gunplay ist gut, Mechaniken sind okay. Das Movement ist geil mit diesem Grappling Hook und so, das funktioniert alles super geil. Double Jumps und so. Also die Basis ist da, sie müssen es jetzt halt mit Content nur noch füllen. Das ist halt die Frage, ob sie es schaffen. Lol. Megaport auf jeden Fall. Aber auch hier muss ich mich echt fragen, und das ist immer so die Problematik dabei, ne? Natürlich ist das jetzt nicht schlimm und es werden viele Leute sagen, ja, das ist ja gerade erst rausgekommen, das kann man ja noch ändern. Dort Leute, die ein Spiel entwickeln und so eine Entscheidung hier fällen, wie viele falsche Entscheidungen noch kommen, wenn man nicht mal schnallt, dass diese Mission hier 40 Mal zu machen, um einen so ein Viech zu kriegen da, einfach keine gute Idee ist. Das sind einfach meiner Meinung nach Leute, die einfach vielleicht lieber doch keine Games machen sollten. Das ist nicht dieses, ne, mach's mal selber besser, sondern es ist genau das Umgekehrte. Nicht jeder sollte versuchen, ein Game zu machen. Das ist wahrscheinlich immer diese Logik bei, programmier doch selber mal ein Game. Nee, ich weiß, ich kann das nicht, also mache ich's nicht. Andere Leute, die so eine Entscheidung fällen, sollten meiner Meinung nach keine Game Designs machen. Natürlich ist das nicht schlimm, aber wenn einmal so eine Entscheidung gefällt ist, kommen noch mehr so eine komischen Entscheidungen. Weil hier ist einfach nicht überlegt worden, was man, wie macht das Game Spaß? Wie macht's mehr Spaß? Sondern wie kriegen wir die Leute dazu, das Geld zu bezahlen? Wir machen es möglichst nervig. Die meisten Leute bezahlen wahrscheinlich, aber die würden auch bezahlen, wenn es Spaß machen würde. Aber wenn es Spaß machen würde, würden noch mehr Leute was kaufen, freiwillig, weil es Spaß macht. Und das ist das, was diese Publisher immer nicht verstehen. Die Leute, die sowieso Braindead reinpainen, die payen eh rein. Die payen auch rein, wenn es Spaß macht, man mag es kaum glauben. Du musst auch die Leute abholen, die Spaß suchen, dann kriegst du noch mehr Geld am Ende. Und so viel mehr Aufwand ist das nicht, ein bisschen bessere Spielkonzepte sich zu entwickeln. Also, das kostet jetzt auch nicht mehr Geld oder irgendwas großartig.
sich was Vernünftiges zu überlegen. Das ist einfach nur, man muss es halt clever machen. Na, ich bin auch mal gespannt, wie sich das Game halten wird. Es steht und fällt halt mit den Patches, ne? Bisschen mehr Quality of Life, mehr, viel mehr Content. Und natürlich spaßigere Optionen, an die Sachen ranzukommen und nicht so einen eingefahrenen Eine-Missions-Grind. Und witzigerweise, die meisten der Games, die das hingekriegt haben und die wirklich im Meisterwerke waren, hatten nicht mal irgendwie Zusatz-Content, sondern waren einfach ein Kaufspiel. Vollpreis und du hast einfach ein Produkt bekommen. Das müsste man locker auch auf so ein Konzept hier übertragen können. Und dann würden die Leute das auch spielen. Und dann würden die Leute auch durchaus einfach Items und vor allen Dingen Skins kaufen. Es kann nicht... ich weiß nicht, ob da so viele Leute am Hebel sitzen, die gar keine Ahnung haben. Oder ob das einfach unterm Strich wirklich einfach marketingmäßig oder kaufmännisch gesehen einfach egal ist. Aber ich bleib dabei. Man könnte richtig geile Produkte machen, wo die Leute richtig Geld lassen. Und nicht nur die Fanboys, sondern einfach alle. Weil sie einfach Spaß haben. Ich meine, Leute gehen ja trotzdem noch ins Kino, obwohl das mittlerweile scheiß teuer ist. Es ist ja nicht so, als würde man für Entertainment kein Geld bezahlen. Aber man muss den Leuten halt einen Anreiz geben. Und es ist halt die Frage, ob man jetzt das 300.000ste Baller-Loot-Shooter-Game braucht. Was sich zwar gut spielt, aber halt keine Seele hat vom Gameplay. Und da muss ich sagen, da war Outriders sogar besser und das hat sich auch gut gespielt. Warum sollen sie mehr Zeit und Geld in ein Produkt stecken, was Kevin auch sich auch in einem Kackgame den 20-Euro-Skin kauft? Muss ja nur laufen, bis die im Plus sind. Ja, aber genau das ist, finde ich, glaube ich, der Irrglaube. Warum machst du ein Game nur für Kevin? Kevin bezahlt sowieso. Kevin bezahlt auch bei einem guten Game. Aber dann bezahlt nicht nur Kevin. Bei einem guten Game bezahlen alle. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht mehr Geld bringen würde, das bisschen extra Effort reinzustecken. Wenn doch das Gameplay schon so gut ist. Oh, wieder nix. Der kann's vergessen. Also, keine Lust, den Scheiß zu grinden. Nicht wegen der Zeit, sondern weil ich einfach schon wieder Neurodermitis nur bei dem Gedanken kriege, da hinten hin wieder zu laufen und diesen scheiß Escort-Wix immer und immer wieder zu machen, bis dieses Dreckstimer droppt. Dass man das nur über diese eine Mission kriegt, dieses eine Teil. Und dann mit Drop-Chance und von wegen 20%. Ich habe die Mission jetzt bestimmt 15 Mal gemacht. 20% mein Arsch, Alter. Und dann dauert es auch 1000 Jahre, bis die Gegner kommen. Ist wirklich die schlechteste Mission der Welt. Ich kann nicht fassen, dass sowas einfach durch einen Playtest durchgegangen ist. Ohne Feedback. Jetzt schon wieder nicht getroffen, Digga. Ey, ich habe Mobile Games gespielt, die mich mehr motiviert haben als diese Mission jetzt hier im Speziellen. Dass es da kein Feedback gab in der Beta oder so. Oder waren die Missionen in der Beta noch nicht drin? Also das ist wirklich super strange. Ja, ich bleib auch dabei. Also egal ob Free-to-Play oder nicht, heutzutage muss man eigentlich nichts Spielrelevantes in irgendeiner Art und Weise für Geld anbieten. In einem Spiel. Shop, Skins reichen völlig aus. Vor allen Dingen in Games, wo es keine Limits für Skins gibt. Hier kannst du alles reinpacken. Die sind nicht limitiert oder irgendwas, wie zum Beispiel ein Weltkriegsgame oder sowas. Ne, ich meine, gut, Call of Duty scheißt da auch drauf, aber... Also, ne, hier könnte man wirklich alles machen. So, hier bräuchte man gar keinen Grind irgendwie, den man für Geld abkürzen kann. Hier könnte man einfach sagen, einfach nur massenhaft Skins rein und einfach ein spaßiges Spiel machen. Aber es darf nicht langweilig sein, dahin zu kommen überhaupt erstmal.